Wunderschön. Ich bin's wieder, euer Rudi. Ich sehe nicht gerade gut aus, irgendwie, aber das ist, weil ich immer noch krank bin. Entschuldigung. Ja, das wird jetzt kein richtiges Tutorial, das wird eine Tutorial-Antwort, weil ich schon ein paar Mails gekriegt habe bei Facebook, bei YouTube. Also auf meinen Kanal wurde geantwortet. Also praktisch mein Account. Der Kanal, der ist ja nicht großartig da drin, eigentlich auch nicht. Aber auf meinen Account wurde da geantwortet und auf Facebook wurde mir antwortet und unter die Videos wurde was geschrieben und da wurde ich halt jetzt ein paar Mal angeschrieben, dass ich doch mal eine Videoantwort machen soll und die wichtigsten Punkte mal zusammenfasse, warum, weshalb und was so gefragt wurde, dass die Leute da besseren Überblick haben und sich nicht da bei den Videoantworten, also bei den Antworten unter den Videos da ein bisschen verzetteln oder verlesen oder was weiß ich, weil da wohl viel drunter steht oder verwirrend drunter steht. So, ich habe mir 5 Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt erstmal, ich hoffe, das wird nicht zu lang, also deswegen habe ich nur 5 Punkte erstmal genommen. Das sind die 5 Punkte, die ich in der letzten Zeit immer wieder gefragt wurde und deswegen fangen wir damit erstmal an. Und wenn das gut läuft, vielleicht mache ich das öfters. So. Zum ersten wurde ich gefragt, warum die PS3 nicht mit HDMI anklemmen. Ich habe mir dafür mein anderes Hauptort mal hergeholt. Dass ich euch das mal zeigen kann. Muss ich erstmal hier die Kabel abklemmen. Ich habe mir nämlich extra alle Kabel hierher geräumt, um euch das mal zu demonstrieren. So, viele fragen, warum, achso, da ist noch einer dran, okay, warum diesen Kabel benutzen mit dem ganz normalen PlayStation-Anschluss, wie ihr von 1, 2, 3 kennt und mit den 5 Adaptern, die dann hier praktisch an den ran gemacht werden. Ich zeige euch alles nochmal ganz genau. Schwarz-Rot und Weiß und Rot. So, dann sieht das so aus. Und dieser wird dann halt ins Hauptort geklemmt. Hinten auf AV. So. Das ist, wie wir es anschließen müssen. Müssen. Viele sagen, Mensch, die PlayStation, die hat doch HDMI. Ich habe die per HDMI am Fernseher dran. Könnten wir auch, hier ist HDMI-Stecker. Ja, auf HDMI in und dann würde da zum Beispiel PlayStation drin, sagen sie. Warum wir das nicht so machen? Hat doch 1080p und hast nicht gesehen. Aus dem ganz einfachen Grund, klar, die PlayStation hat HDMI, die Xbox 360 hat HDMI. Das Problem bei der PlayStation ist, weil die einen eingebauten eingebautes Blu-ray-Laufwerk hat, also man kann auch Blu-ray-Filme mitgucken, wird das HDMI-Signal von der PlayStation verschlüsselt. Man kann die PlayStation direkt am Fernseher anklemmen, kein Ding, man hat ein Top-Bild für Blu-ray oder für Spiele, ist scheißegal. Dann hat man so ein Bild, wie man sich einstellt. Klemmt man die PlayStation mit dem HDMI-Kabel an eine Zwischenquelle, wie jetzt das Hauptaug, und vom Hauptaug dann halt ein HDMI hoch zum Fernsehen, hat man ein schwarzes Bild. Mehr nicht, weil, wie gesagt, verschlüsselt wird. Bei der Xbox 360 wird das HDMI-Signal nicht verschlüsselt. Bei der Wii U wird es auch, glaube ich, nicht. Nee, da wird es auch nicht verschlüsselt. Da wird es auch nicht verschlüsselt. Da kann man auch direkt mit HDMI aufnehmen. Bloß wir PlayStation-Besitzer sind da am Arsch gekniffen. Bei uns geht es halt nicht. Deswegen gibt es halt den Komponentenkabel. Mit denen halt ganz vielen Kabel. Und da kommt dieser Adapter ran. Und der kommt dann auf AVI bei Hauptaugen ran. AVI, habe ich jetzt richtig gesagt? A-V in. So, um ganz genau zu sein. Weil wir leider nicht mit HDMI aufnehmen können. Das ist das einzige Problem, was wir haben, sozusagen.
Und deswegen nehmen wir nicht mit HDMI auf. So, dann wurde ich gefragt, sorry, muss man, das sieht ja scheiße aus, wenn der so offen ist. So, dann wurde ich gefragt, warum 1080i und nicht 1080p beim Hauptaug? Also bei dem normalen Hauptaug, bei dem, wo kein optischer Kabel dran ist. Das erste Hauptaug kann nur mit 1080p aufnehmen, Bild ausgeben. Wenn man 1080p macht, ist das Bild ab und zu kurz weg. Also hast du mit dem Spiel auf einmal schwarz und dann zack, ist wieder da. Ob das softwaremäßig jetzt bei ihm jetzt behoben wird, weiß ich nicht. Kann ich so direkt nicht beantworten. Ich kann nur sagen, bei der HDPVR 2 GE Plus, also Gaming Edition Plus, wo dann halt hier hinten der optische Kabel unten dran ist und hier noch ein Infrarotport. Wie gesagt, das ist der erste. Da kann ich. Ich habe es getestet. Da komme ich auch nachher noch mal hin, was alles neu bei der GE Plus ist. Wurde ich auch noch mal gebeten, eine komplette Liste mal zu machen, was mir aufgefallen ist, was Neues. Das kommt ganz zum Schluss. Aber da ist jedenfalls definitiv 1080p möglich. So. Ja, das war eigentlich auch schon Punkt 3. Also habe ich jetzt 2 und 3 zusammengefasst. Ist ja cool. Warum 1080i und nicht P? 1080p beim neuen. HDPVR 2 Update. Ja, viele haben mich gefragt, HDPVR 2 Update. Wo sie ihren HDPVR updaten können. Und mal eine neue Software drauf klatschen, weil irgendwas vielleicht nicht funktioniert oder weil sie auf dem laufenden Stand sein wollen. Weil im HDPVR oder bei ArcSoft da wohl nie angezeigt wird, dass ein Update da ist. Ich mache euch unter das Video, mache ich euch einen Link, da kommt ihr direkt zur deutschen Seite und dort könnt ihr Updates ziehen. Aber ist ganz leicht, ihr geht einfach auf hopout.de, dann geht ihr oben auf den Button Support und dann habt ihr in der Mitte so, ja doch so mittig, habt ihr dann das HDPVR, da drückt ihr einfach drauf, dann habt ihr dann eine lange Spalte, also Karteikarten sozusagen, Update, nee, Software, Beta und keine Ahnung, schieß mir alle und alles Mögliche und da geht ihr einfach auf Software und da ist dann die neueste Software drin. Bei Beta sind immer die Beta-Dinger drin. Ist ja logisch. Da könnt ihr jedenfalls updaten. So, das war zu Update. Wie gesagt, ich klatsche euch auch noch Link. Entschuldigung, ein Link unter dieses Video. Da ist es dann genau erklärt. So, dann komme ich jetzt zu fünftens. Wenn ich mir die Zeit angucke, 8 Minuten noch was, Mensch, da habe ich meine Zeiteingabe ja erfüllt, weil ich wollte das nicht länger als 10 Minuten machen. Aber mal gucken. Was ist neu bei GE Plus? Also HDPVR Gaming Edition, HDPVR 2 Gaming Edition Plus. So. Wurde ich ein paar Mal gefragt, hab ja schon ein Video dazu gemacht und einen Vergleich von 1 und 2. Ich sollte das doch nochmal bitte zusammenfassen, was da neu ist, was mir aufgefallen ist. Erstens ist mir aufgefallen, was neu ist, wenn die PlayStation aus ist. Ob es bei der, ich denke mal ja doch, bei der Xbox wird es auch so sein. Weiß ich nicht, kann ich schlecht beantworten. Ich habe nur eine PlayStation. Wenn die PlayStation aus ist und ich den Laptop, PC anhabe und HDPVR ist ja bei mir auf Dauerstrom, der ist ja immer an, sozusagen. Es sei denn, der USB-Kabel ist hier am PC raus, dann ist der aus, klar. Dann habe ich da auch eine rote Leuchte. Und der jetzt an ist, wie jetzt gerade, und dieses grüne Licht da ist, oder violett, dann habe ich jetzt ein Testbild auf dem Fernsehen. Vorher war einfach nur schwarz, jetzt habe ich bunte Streifen von links nach rechts. Ja, das ist neu. Was ist noch neu? Ja, logischerweise, die Anschlüsse sind neu. Da brauche ich nichts mehr zu erzählen. Das habt ihr alle gesehen. Mein Video habe ich es erklärt. Ich kann es nochmal gerne sagen. Und steht auch überall. Der HDPVR hat hier unten einen optischen Kabel. Und hier ein Infrarotport. Wie gesagt, das ist der alte. Der Infrarotport hat noch keine Bedeutung. Also der ist da, hat aber noch kein Bewandtnis. Der kann doch nichts machen. Nichts. Der optische
habe, wird euch aber nicht als optisch oder SPF angezeigt. Im HDPVR habe ich auch in meinem Video erklärt. Da steht dann HDMI, also bei Auswahl von Tongeräten HDMI, dann steht der Komponentenkabel und dann steht halt nochmal HDMI. Da müsst ihr dann logischerweise eben von dem HDMI-Kabel nehmen. Ich denke mal, das ist der untere. Die Teste habe ich noch nicht. Was ist noch neu? Ja, der neue, wie gesagt, ganz große Neuerung, tolle Neuerung, der nimmt jetzt in 1080p auf. Der andere hat es auch schon hochskaliert, logischerweise. Aber ich kann jetzt in der PlayStation direkt sagen, ich möchte ein Bild von 1080p ausgeben. Und ohne Probleme, ich hab Assassin's Creed 3, den DLC, gestern damit durchgedaddelt. Es ist kein Problem, es geht einwandfrei. Ich habe keine Bildaussetzer, ich habe nichts dergleichen irgendwie. Ja, sorry, das ist doch nicht. Ich bin halt noch nicht ganz auf dem Damm. Sorry. Aber ich muss mal mit meinen Videos vorankommen. Ja. Also es funktioniert einwandfrei. Ich habe keine Bildaussetzer, keinen Tonaussetzer. Irgendwas dergleichen. Einwandfrei. Wirklich top. Ob das jetzt beim normalen HDPVR nachgeliefert wird per Software-Update, ich weiß es nicht. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen, ob es da softwaremäßig was verändert wurde, damit ihr das jetzt macht oder ob hardwaremäßig. Also ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Ich würde euch da gerne, wirklich gerne eine Antwort geben und sagen, ey geil, wird nachgeliefert für euch, ihr könnt alle in 1080p aufnehmen oder nee, könnt ihr nicht. Würde ich euch lieben gerne eine Antwort geben. Aber kann ich leider nicht. So, was ist noch neu? Ich überlege gerade. Die Anschlüsse habe ich durchgemacht. Was er 1080p macht, habe ich durch. Mit den zwei HDMI, mit dem Testbild. Ja, das war eigentlich. Mehr ist mir an sich noch nicht aufgefallen, was da jetzt neu ist bei dem bei der Gaming Edition Pro Plus. Bin ja erst seit ein paar Tagen am Testen mit ihm. Also ich kann da noch nicht allzu viel sagen, aber das sind jetzt so die wichtigsten Punkte, die mir aufgefallen ist. Es ist ein schönes Gerät, also funktioniert einmal frei, will ich gar nicht meckern. Also ist einmal frei, top. Also kann ich echt jedem nur ans Herz legen und 1080p aufnehmen. 1080p in der PlayStation ansagen. Top. Kann man nicht meckern. Aber mit dem Testbild ist, wie gesagt, neu. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, weil vorher wusste ich immer nicht, ist er an, ist er nicht an, weil der alte HDPVR bei mir manchmal so ein bisschen so ein paar kleine Backen hatte. Ich habe praktisch die PlayStation angemacht, habe ein schwarzes Bild gehabt. Ja, musste ich erstmal hinten den HDPVR aus dem Strom raus, vom Strom nehmen und dann Strom wieder ran und dann habe ich wieder Bild gehabt. Ist bei dem neuen alles nicht. Also da habe ich, obwohl bei dem alten mit dem letzten Software-Update ging es schon besser, da war es dann auch nicht mehr. Aber der neue, entweder ist es meine persönliche Einbildung oder es ist wirklich so, läuft von Anfang an stabiler, besser. Ja gut, ist ja schon ein paar Modellnummern weiter als der erste. Also Gaming Edition 2 normal. Aber ich kann echt nicht meckern. Ich habe keinen Softwareabsturz. Ich habe keinen Softwareabsturz. Ich habe nicht, dass eine Aufnahme versaut oder so. Arcsoft zum Beispiel. Habe ich im Internet ein paar Mal gelesen, dass Arcsoft beim Beenden, dass man Stopp drückt und dann ist Arcsoft irgendwie abgekackt und das Video ist mit abgeschmiert. Habe ich irgendwie nicht. Also, habe ich auch noch nie mit dem ersten gehabt, muss ich dazu sagen. Mit dem ersten auch noch nicht. Tut mir leid. So. Aber irgendwie hat man das Gefühl, dass wenn man das erste Mal benutzt, dass er von Anfang an runterläuft. Vielleicht ist es auch nur mein subjektiver Eindruck jetzt dadurch, weil jetzt dieses Testbild am Anfang kommt und nicht nur einfach ein stupides schwarzes Bild und dann muss man warten, bis die Playse an ist oder so und jetzt hat man gleich eine Rückmeldung. Auch wenn die Playse oder, ich weiß nicht, ich denke mal bei der Xbox wird es auch sein, sobald das Ding an ist und ich auf HDMI gehe für das Gerät, sagt er, ey, ich habe ein Testbild. Ja, finde ich klasse, finde ich top, finde ich wirklich top, das, so ein kleines Feedback, finde ich gut. So, jetzt habe ich wieder überzogen, ich bin schon wieder knapp bei 15 Minuten, ich habe alle durchgearbeitet,
Dann bedanke ich euch für das Gucken meiner Videos. Würde mich über ein paar Kommentare freuen oder was verbessert oder was verbessert werden soll, was ihr gerne als Tutorial haben wollt. Ich habe jetzt schon einige Nachrichten gekriegt, was ich als Tutorial machen soll. Das werde ich jetzt hier in diesem Tutorial-Antwort nicht verraten. Das kommt dann nächste Woche in meinem Vlog. Nächste Woche ein Vlog machen und so bekannt geben, was jetzt als nächstes in der Tutorial-Ecke passiert und auch so ein bisschen was mal gucken. Ja, weil ja, hat sich ja einiges geändert bei uns. Wir Chris seinen Vlogs wohl schon entnommen habt, haben wir das alles jetzt so ein bisschen umkuddelmuddelt. Oh, das erkläre ich dann auch nochmal alles neu und super vernünftig und so. Das kommt alle nächste Woche. Das sollte jetzt erstmal nur eine Zwischenantwort sein, weil ich bin am Überlegen, sowas vielleicht öfters zu machen, wenn ich genug Fragen zusammen habe. Und ich habe keinen Bock, dann ein 30, 40 Minuten Video zu machen. Nur mit Antworten. Eigentlich keinen Bock. Ja. So. Deswegen habe ich gedacht, jetzt habe ich 5 Fragen zusammengekriegt. Jetzt mache ich das jetzt so. Ich hoffe, hat euch gefallen. Konnte noch ein paar ausstehende Fragen beantworten. Ich gebe mir Mühe, immer unter die Videos gleich drunter zu gucken. Bloß da ich meistens mit meinem eigenen Account online bin, kriegt das immer nicht mit, wenn bei Gamercheck oder bei Gamercheck LP unter irgendeinem Video von mir irgendeine Antwort kommt. Da kriegt er meistens immer ein bisschen später mit, tut mir wohl voll leid. Aber wie gesagt, edit mich. Habt das mit hier, ach scheiße, jetzt zeigt die Namen vergessen. Ach, müsst ihr gucken, unter irgendeinem Video hat halt mit jemandem geschrieben, wegen seinem PVR, die hat eine Xbox 360 und da hat das nicht gleich funktioniert. Wir haben erst Skype ausgetauscht, da geschrieben, dann ist er auch bei uns in Teamspeak gekommen. Hat auch super geklappt, hab ich ihn angeleitet, hat eigentlich alles geklappt. Ich hoffe, er macht noch einen Kommentar drunter, dass ihr wisst, welches Video und so. Den konnte ich halbwegs helfen und so. Das hat alles ganz gut geklappt. Also wenn sowas ist, einfach kommt einfach in unser Teamspeak und so. Ich versuche euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Falls ich nicht da bin, die anderen haben meine Telefonnummer, die rufen mich an und dann bin ich auch da. Wenn ich nicht gerade mit Fieber wieder flach im Bett liege, dann bin ich dann auch da. Das ist noch nicht das Ding. Oder Skype habe ich auch, Odin Punkt 1981. Einfach anschreiben. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Wenn jemand helfen kann, freue ich mich darüber. So, das war's aber jetzt für heute und erstmal so. Und wir hören, sehen uns. Let's Play Tutorial. Ich weiß nicht wo. Ahoi, euer Odin.